zwar werden wir auf Anfrage mal Nader El-Jindawi analysieren. Mal gucken, wie der so ist. Ich habe mal bei TikTok was gesehen von ihm, einfach so auf beim Durchscrollen. Ich kenne ihn nicht wirklich. Ich habe einfach mal drei rausgesucht, wo wir ihn mal analysieren und mal gucken, wie gut er ist, was ihm vielleicht fehlt, um noch besser zu werden, etc. etc. Und ja, wir schauen einfach mal rein und fangen mit dem kurzen Video hier an. Ich hoffe halt, man sieht auch wirklich was, weil es ist schwierig, wenn man immer nur Highlights sieht, dann sieht man halt immer nur die besten Momente. Ich hätte halt lieber ein ganzes Spiel irgendwie gehabt, aber hat er gut gemacht, weil er hat ganz kurz in dem Moment, als er losgelaufen ist, und Mit der zwar erneuten Führung. hier, kurz hier vor, hat er ganz kurz zum Torwart geguckt. Hier, man sieht es auch. Generell in die Seite geguckt, Torwart geguckt, kommt er raus, was auch immer, etc. Hat er gut gemacht. Wichtig. Jindawi. Wie wichtig Auch ist super, super dieser genommen. Zack, hinten Flügel ins lange rein. Schön. Player auf Jindawi? Linksfuß ist er. Mal gucken, ob er auch irgendwie mit rechts ein bisschen was zeigen kann. Mit einem Dribbling und dem Schuss aus 23 Auch schön. War auch gut hier mit dem Arm. Mit dem Arm gut gearbeitet, sieht man hier. Zack, weggedrückt. Hier hat er eben geguckt. Ah, hier sieht man es nochmal, dass das Bein in der Fußspitze nach unten zeigt, auch im Sprinten. Nicht so gut. Und hinteres Dings auch. Sein hinteres Bein zieht auch viel zu weit hoch. Er müsste eigentlich auf den Boden treten, Streckung und direkt wieder nach vorne ziehen. Das Bein und Oberschenkel waagerecht. Macht ihn auf jeden Fall eine Ecke schneller, wenn er die Lauftechnik ein bisschen verändert. Hier, Oberschenkel ist auch nicht gerade. Müsste auch noch ein bisschen höher ziehen. Ja, sieht man ganz klar, Fußspitze zeigt immer nach unten. Er macht sich auf jeden Fall langsamer dadurch. Aber er ist so ein richtiger Kämpfer auch, ne? Wenn er lostankt, also was heißt tankt, aber wenn er lossprintet, dann durch alles durch auf jeden Fall. Voller Power, genauso muss es sein. Hier guckt er, wo seine Mitspieler sind. Auf jeden Fall gut. Hat auch genug Zeit gehabt, da muss er auf jeden Fall gucken. Hier zum Beispiel auch, er hätte hier gucken können die ganze Zeit. Ja, er kriegt den Ball. Er weiß, wie der Ball läuft. Und in dem Moment, wo er weiß, wo der Ball hingeht, kann er eigentlich gucken, wo seine Mitspieler sind. Er nimmt ihn sogar noch an, guckt immer noch nicht. Guckt immer noch nicht. Guckt immer noch nicht. Guckt immer noch nicht. Macht dann noch ein Ding, guckt immer noch nicht. Die ganze Zeit nicht. Guckt nicht. Stoppt ihn aus, guckt immer noch nicht und jetzt guckt er. Viel, viel zu spät. Viel zu viele Chancen, wo er hätte gucken können, wo seine Mitspieler sind und vielleicht ihn sogar schon früher anspielen können, der Typ, der da ist. Aber ich meine, in der Regel, wenn du von Grundlinien zurückspielst, findest du schon relativ häufig einen freien Spieler. Aber er hat sehr, sehr viele Chancen verpasst zum Gucken. Ganz, ganz wichtig, wenn du richtig hoch spielen willst und wirklich einer der Besten werden willst. Dann musst du das drauf haben. Ja, guckt euch Müller an. Müller ist das perfekte Beispiel für Übersicht, Messi. Ja, immer wenn du eine freie Situation hast, zum Beispiel, du weißt, wie der Ball gerade läuft, wenn er gerade irgendwo hinfällt und du weißt, du kriegst ihn, du kannst im Kopf, wenn du ein guter Fußballer bist, du weißt schon genau, wie du ihn annimmst, was du machen kannst. In der Zeit kannst du gucken. Ja, wenn du am Gegner vorbei bist, egal ob. Sofort nachdem du vorbei bist, gucken. Ja, es gibt so viele kleine Möglichkeiten, wo du gucken kannst, bevor du zum Trick ansetzt. All solche Geschichten. Wenn man hier schaut, er macht hier, Übersteiger macht er gerne. Er kämpft sich hier durch. Ja, macht er gut, macht er gut. Macht er gut, aber er guckt hier nicht mehr. Guckt hier nicht mehr. Er weiß im Grunde, macht er blind, geht er am Gegner vorbei und flankt rein. Er weiß nicht, es sind ein, zwei Sekunden, wo sich die Sachen komplett verändern im Strafraum. Und er geht vorbei, macht er gut,
Aber flankt einfach rein, ohne zu gucken. Und das ist halt wieder nicht gut. Und dann machen die das Tor, ja okay, aber das war einfach Zufall. Natürlich kannst du dir schon vorstellen, wo du reinflanken willst, wohin. Ja, wo vielleicht der Stürmer hinlaufen müsste und so. Aber du hast es nicht gesehen. Und wenn du es nicht gesehen hast, dann kannst du nicht sagen, es war genau so gewollt. Ja, wenn du nicht siehst, wo der Mitspieler ist, flankst einfach rein. Ich wollte genau den anflanken. Kein Sinn. Aber hier in dem Moment, vor der Annahme, bevor er den Ball annimmt, muss er schon ihn sehen, ihn sehen, ihn sehen. Da muss der Kopf schon oben sein. Er hat genug Zeit. Er kommt von hier hinten, der Ball rollt auf ihn zu und das muss der Kopf oben sein. Und wenn du ein guter Spieler bist, nimmst du ihn hier direkt an und leitest ihn sofort weiter, dass er mit Tempo rein kann, er mit Tempo weiter rein kann und er mit Tempo auch wieder von hinten noch mit rein kann. So. Die Chance hat er verpasst, wäre komplett im Rücken der Abwehr halt gewesen, beziehungsweise die waren halt super schlecht positioniert, ne? Sagen wir mal so. Hier in dem Moment, zack, wenn er das Ding da reingibt. Und dann wäre er, und also hätte prinzipiell hinspielen können, zack, so wie ich mir vorstelle, er zieht dann weiter durch mit Tempo, Abwehr kommt nicht hinterher, beide mit Tempo, legt rüber, quer, Tor. Ne? Hat er verpasst, gibt natürlich den Pass, der auch gut war, aber boah. Alter Vater. Wir sind vier Spieler und keiner checkt, dass er hier da. Das war einfach richtig schlecht verteidigt, ne? Muss man dazu sagen. Kommt noch dazu. Weil spätestens er muss sehen, dass hier ein Passweg durchgeht. Und kann den dann easy abfangen. Aber na gut, er ist halt schneller, ne? Jetzt gucken wir uns mal. So, Kopf ist um. Guckt er in irgendeiner Situation, er guckt nicht. Er guckt die ganze Zeit nicht. Hätte. So, er hätte hier schon gucken können. Der Gegner greift ihn nicht an. Er hätte hier nochmal gucken können. Er macht den Übersteiger hier, wo er vorbeirennt. Kopf hoch, gucken. Er weiß, der Gegner kommt nicht mehr ran, er ist viel schneller. Kopf hoch, gucken, nimm die Zeit, guck dir alles an, was auf der linken Seite ist. Und dann kannst du genau den richtigen Pass spielen. Er guckt nicht, gibt den Pass rüber und ist eigentlich dann Zufall, beziehungsweise der Stürmerlaufweg ist halt vielleicht gut gewesen, so nach dem Motto, dann haut er das Ding rein. Schöner Tunnel auf jeden Fall. Und Abflug, jawohl. Hier läuft er auch alleine. Ja, ich habe nichts von rechts, ich habe nichts mit dem rechten Fuß gesehen. Das Gucken von ihm ist nicht optimal. Manchmal gut, manchmal also viel zu viele Chancen, wo er gucken kann, macht er nicht. Weil eigentlich, er ist ein flinker Spieler. Er weiß eigentlich ganz genau, wenn er vorbei ist am Gegner, er weiß, dass der Gegner ihn nicht an. Also solchen Spielern, die eigentlich so gut sind und so eine gute Ballkontrolle haben, an sich, die wissen das. Man muss denen das nicht sagen, aber sie machen es halt nicht, leider. Ne? Den Ball, den Kopf öfter hochnehmen. Vor allem dann, wenn der Gegner, er weiß, er greift ihn nicht an. Vielleicht auch, weil er Respekt hat, weil er Angst hat, dass vielleicht er zu schnell ist und zu schnell vorbeikommt. Einfach, das macht auch schon einiges aus. Wenn die Leute wissen, oh, der ist flink, dann greifen die nicht so hektisch drauf auf ihn an. Er muss viel öfter den Kopf hochnehmen. Ganz, ganz wichtig. Und was mir auch noch fehlt, ist, dass er ein bisschen mehr Tempo manchmal rausnimmt, um seine Mitspieler kommen zu lassen, um etwas spielmachermäßig aufzubauen. Also mal gucken. Ich gucke mir noch die anderen zwei Videos an. Schauen wir mal. Leider war die Qualität halt auch nicht da so nice. So, das ist das längste Video. Er hätte vorbeigehen können an sich, ne? Er hat einfach hier reinziehen können, weil er kommt in so einem beschissenen Winkel auf ihn zugelaufen, dass wenn er gerade durchsprintet, zu viel Impuls in die Richtung geht, hätte er auch nicht gekriegt. Also er hätte gar nicht abbremsen brauchen. Er macht ihn komplett, oh mein Gott, was ein geiler Typ. Ja, schön rübergelegt, gut. Auf jeden Fall sehr trickreich, ja, hat auf jeden Fall Spaß am Fußball, so ist schon wichtig.
Aber nichtsdestotrotz darf er das Passspiel nicht vergessen. Das ist halt das Allerwichtigste. Wenn du schon so eine Ballkontrolle hast und so trickreich bist, hier, er hätte durchstecken können auf ihn, hat er verpasst die Chance. Ne? Zieht er selber rein. Probiert den Pass, der war wahrscheinlich nicht richtig angekommen dann im Endeffekt. Und es war auch ein schwieriges Ding, weil wenn, hat er eine Chance gehabt, einen Pass zu geben? Ja, hier und wenn dann flach hier rein. Flach zu ihm, dann kann er hier nach außen weiterleiten. Aber hoch war total, war Käse. Ne? Außer er schafft es wirklich komplett über die Mauer rüber zu lupfen. Das geht. So, und das ist so eine Szene, da meine ich, er geht rein, ne? Dribbelt hier rein, da, dass er einfach mal ein bisschen Tempo rausnimmt, weil man sieht, hier sind zwei Spieler von ihm, wo er den Ball querlegen könnte, zurückspielen könnte und die hätten eine viel bessere Schussposition im Endeffekt, ne? Und im Endeffekt greift er ihn an, dann wäre wahrscheinlich nur noch ein Angreifer gegen zwei Angreifer, ein Verteidiger, also in dem Sinne. Und da ist zu viel der Fokus aufs Tor manchmal. Ne? Da einfach, weil er hat genug Zeit, einfach kurz zur Seite zu gucken, bevor er überhaupt irgendwas macht. Diese Zeit muss man sich nehmen als guter Spieler. Und dann hätte er hier nochmal zurücklegen können und dann hätte man noch ein entspanntes Tor machen können. Ne? Das Ding war jetzt drinne, okay, gut. Kann es aber einfacher machen. Ne? Ich sage halt nur wieder, Müller als Beispiel oder Messi oder keine Ahnung. Auf jeden Fall halt die richtig, richtig guten Spieler. Das ist ein Riesenunterschied und wenn du ganz nach oben kommen willst, Mann, dann musst du auch probieren, natürlich die Sachen so gut wie möglich umzusetzen, wie es die Profis halt auch richtig machen, ne? Die Top-Profis. Hat er gerade geguckt, da guckt er. Das ist gut, das ist gut. Er guckt. Das war auf jeden Fall gut, das war auf jeden Fall gut. Da hat er ein bisschen Zeit genommen, ja, hat geguckt, wo sind seine Leute. Und hat einen nicen Pass gespielt. Ja, so ein bisschen spielmachermäßig. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Nice. Auch kurz geguckt. Jetzt zieht er vorbei. Jetzt guckt er. Jawohl, sehr gut. Frag mich, warum er nicht reingeflankt hat oder irgendwas gemacht hat. Also, man kann es halt leider nicht sehen. Okay, hier die Stelle. Warum spielt er den Pass nicht darüber? Ist da noch ein Gegner? Nee. Ihn schön hier rüberlegen kann. Manchmal ist es ein bisschen zu viel. Die ganze Zeit guckt er auch nicht, ne, dabei. Dreht sich. Macht noch die Rolle. Guckt nicht. Sieht den einen Spieler gerade vorbeilaufen. Macht wieder weiter, anstatt den Räder reinzuspielen. Bist halt ohne Ball schneller als mit Ball. Habt auf jeden Fall ein paar Gelegenheiten. Entspannte Gelegenheiten hier liegen lassen, wo er hätte abspielen können. Das war gut. Schöne Mitnahme. Ah, hier sieht man auch wieder, ja, Fußspitze zeigt auf dem Boden. Er macht sich selber langsamer dadurch. Also Lauftechnik ist auf jeden Fall nicht gut von ihm. Geht viel besser. Der zieht vorbei. Sehr schön. Guckt, legt drüber. Gut gekreuzt. Nice. Haut das Ding rein, ne? Das Kreuzen auch super wichtig. Hat auf jeden Fall gut gemacht. Weil entweder foult er dich, kriegst du Elfmeter. Oder du kommst durch. Gut, Meister, gut. Hätte auch prinzipiell rüberliegen können, ne? Ein sicheres Tor halt machen. Wichtig bei Turnieren. Also, das Rüberliegen, ich meine, also die eigenen Tore zu machen und sowas. Alles schön und gut, aber wenn es darum geht, ein Game zu gewinnen, wenn du nicht führst, immer den Ball am besten rüberlegen. Sicheres Tor machen, Führung und dann, ne, ein bisschen spannender spielen. Hier war ein bisschen schade, weil er hat den hier schon, hier hat er ihn schon nass gemacht. Der Gegenspieler ist schon sowas von in die andere Richtung. Jetzt da. Er fällt schon in die Richtung. Hätte er runterrennen können. Und dann macht er hier noch den. Jawohl. Und er zieht ihn aus. Ja, sehr gut, Junge. Und nochmal nass gibt.
sehr schön. Boah, wurde aber auch richtig schlecht verteidigt. 4 Mann waren aneinander da dran. Heftig. Heftig, wie schlecht das verteidigt war. Oh, Junge, der ist hingefallen wie ein nasser Sack. Und dann kommt der nächste und sind. Alter Vater. Das ist hart. Das ist so hart. Schön. Aber hier muss er reinspielen. Sofort, nachdem er. Das ist halt so ein Ding. Er ist vorbei. Hier muss er gucken. Er guckt auch, aber er guckt nur zum Tor. Er guckt nicht hier ganz zur Seite anscheinend. Er muss direkt rüberlegen zu ihm. Sofort. Und dann wird er wieder spitz reingespielt. Das ist halt blöd. Man sieht halt auch nicht, wie geil die Torschung jetzt da gewesen wäre. Ne? Muss er sehen. Muss er sehen. Muss er auf jeden Fall noch dran arbeiten, dass er mehr Situationen den Kopf oben hat. Vor allem, weil er so eine gute Ballsicherheit hat und so. Kann er sich erlauben. Er kann es einfach machen. Er kann er gucken. Jetzt ist halt nur die Frage der Tunnel. Ja. War der nötig? War er nicht nötig? Er hat ihn gesehen. Der Tunnel sollte zu ihm kommen. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Und hier wurde es rausgecuttet, weil er zum Gegner gegangen ist. 100%. Sonst hätten die das nicht gecuttet. Gehe ich mal von aus. Ja, unnötige Tunnel. Schönes Tor. Aggressivität so zum Gegner ist auch nicht, bringt nichts. Nicht nötig, aber wer weiß, was da passiert ist. Aber prinzipiell immer Ruhepol sein für die ganze Mannschaft, ganz wichtig. Konzentriert, ruhig, Fußballspiel. Hier, warum legt er ihn nicht einfach hier rüber? Was ist das Problem? Na? Entweder hat er nicht geguckt, wovon ich dann wieder ausgehe, oder so. Unverständlich, ne? Diese Szene. Er muss das Ding rüberlegen. Hier, bei der Annahme, direkt rüberlegen zu ihm. Dann kann er mit Tempo durchgehen und Nada kann mit Tempo durchgehen. Oder doppelpassmäßig direkt durch. Dann hätte er sich den ganzen Dings gespart. So, er guckt rüber. Ich weiß auch nicht, warum er nicht rüberlegt. Vielleicht diesmal nicht die Chance hatte oder so, aber man sieht es nicht. Nicht so gut. Ja. Gucken jetzt auch mal kurz den Transfermarkt. Ne? Nader El-Jadawi, 1,72, 25 ist er. Schon relativ alt so. Also wenn, muss er es jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit in die Bundesliga zu kommen. Aber ich meine, ich weiß nicht, also bis 30 oder so kann er es auf jeden Fall schaffen. So, ne? Muss er. Ja, geht schon in Top liegen so, ne? Ich meine, warte mal. Hertha? Wo spielt die zweite? Ach, auch Regionalliga. Schade, Mann. Schade, ich hab echt Regionalliga, Hertha? Krass. Also die zweite? Schade, dann ist er von Verbandsliga, Quatsch, in Regionalliga geblieben. In seiner Liga, okay. Die 13. Minute. Wer kommt da über die sehr linke Seite? Gut, sehr gut mit dem Kopf rüber. Hier kann er schon rüberlegen. Oder beziehungsweise er muss hier schon rüberlegen. Natürlich wieder. Nimmt noch einen Ball, Mann. Das ist schlecht, wirklich. Also das ist nicht gut. Er muss sofort, wenn du das siehst, das Ding rüberlegen. Hat viel zu lange gebraucht. Viel zu lange. Und dann noch so ein Ding und verkacken, ne? Das war wirklich. Das war die schlechteste Szene, die ich von ihm bisher gesehen habe, jetzt von den Videos. Weil du musst, wenn du hier vorbei bist, ne? Zack, Kopf rein, rüber gucken, hat er gemacht. Du siehst ihn, nächster Ballkontakt muss zu ihm rüber. Beziehungsweise hier. Macht er immer noch nicht mehr. Viel, viel zu spät, Leute. Ne? Viel zu spät. Also da, das muss. Muss sofort schalten. Sofort das Ding. Auch so richtig. Sowas in der Bundesliga. Wenig zu sehen. Ne? Gibt's zwar auch genug. Ja, wollen wir nicht drum reden. Echt auch viele Leute gucken nicht richtig und so in der Bundesliga und bla bla bla. Aber verglichen immer natürlich an den besten Leuten, muss er das immer. Ja? Wir wollen ja hier von den besten Leuten sprechen. Und vergleichen und nicht mit irgendwen, was weiß ich. Nader kriegt den Ball. Der Berg K immer. Hier.
kann er. Er kann. Entweder du gehst vorbei. Das ist so eine typische Situation, wo man überlegen muss, nehme ich Tempo raus, nehme ich meine Leute mit oder mache ich es alleine? Du bist hier 3 gegen 3. An sich, entweder du musst vorbeikommen, dann musst du das Ding alleine machen oder du spielst es aus und legst das Ding hier rüber. Vielleicht bekommst du dann Doppelpass durchgesteckt oder was auch immer. Aber auf jeden Fall kann er zentral besser aufs Tor schießen. Wieder Und wir über schauen mal, was er macht. Er kann Granada. hier schon zurücklegen. Hier wäre auch schon eine super Schussposition. Wenn er hier zurücklegt, könnte er hier, hat er schon eine richtig nice Schussposition für den langen Winkel. Ja? Hat er verpasst. Er hat die bessere Schussposition, hat er den Ball nicht drüber gegeben. So, jetzt schauen wir mal. Der Und probiert aufs Tor Mann. zu schießen. Na, verkackt. Na? Das ist auch wieder eine schlechte Szene. Muss man wirklich so sagen. Das Torhüter. heißt, in dem Spiel eigentlich 2 Tore verschenkt von Jindawi. Prinz, also potenziell, also ein hundertprozentiges verschenkt wegen Rüberspielen. Und das Ding hätte potenziell auch ein Na, Tor ein sein was. können, wenn er das Na, rübergelegt hätte. Jindawi. Und ich habe ihn noch nicht einmal mit rechts irgendwas Muss machen man sehen. als Ich weiß nicht, wie Torwart gut sein Rechter ist, ran. Dafür aber auf ist jeden Fall Siakam. muss er mit dem Rechten probieren, auch am besten noch zu dribbeln, beziehungsweise mehr für einen Schuss einsetzen und sowas. Auch Am nochmal viel der flexibler und kannst auch nochmal Zielvorbereitung. viel mehr Räume dir nehmen. Vom Auch auf für den Abseits. Gegner austricksen und Ein sowas. Spiel mit sehr, sehr Ich vielen sag halt nur an der Stelle Torchancen. Dembele und sowas, beziehungsweise auch Ronaldo macht das gerne. Einfach auf den schwachen Fuß rüberlegen, bumm, zack, aufs Tor. 1 zu Ja, 0. ganz, Die ganz Führung. wichtig. So, was macht denn. Ah, Leute, Mann. Das ist auch. Das ist nur ein Spiel, ne? Man sieht so viele Sachen, die nicht gut sind. Das muss er unbedingt verbessern. Muss er unbedingt verbessern. Er muss. Guck mal, wenn er hier den Ball annimmt. Ich weiß nicht, ob er ruft eventuell. In der Regel ruft Ginter. man. Aber er kann bei der Annahme ganz kurz gucken. Oder zumindest hören, was Sache ist. Ja, du kannst auch kurz nach hinten gucken. Du musst ja noch nicht mal. Ja, das geht. Das ist alles möglich. Und hätte das Ding schön rüberlegen können. Jindawi Also es ist wieder. auf jeden Fall alles möglich. Ja, hier den Kopf viel, viel öfter hochnehmen. Weil er weiß, Gegner sind vor ihm. Bein ist dazwischen, er kann Körper reinstellen, die können ihn im Prinzip prinzipiell so nicht angreifen. Er hat das, den Ball hier rüber gelegt, ja, die könnten wieder neu aufbauen, beziehungsweise neuen Angriff starten. Hier rüber, zack, vielleicht hier rüber flanken, Tor, so nach dem Motto. Nicht vom Ja, also Ball zu treffen. einige Chancen Bällen wird verpasst, immer ne? Und dann kommt halt die aufgewirbelt. Drehung, zack, Fontaine so. und Und der. dass das Ding reingeht, ist so ein Ding. Ne? Aber es gibt halt viele Chancen, die Ginter. gerade verpasst wurden, ne? Weil wenn er hier direkt rüber legt, Aui. eventuell, zack, dann kommt er angelaufen und er könnte direkt hier rüberlegen, zum Beispiel. Ja, es gibt ein paar Chancen, die hier verpasst Wieder wurden. nicht vom Ball. Und er schießt dann halt lieber direkt, anstatt den Pass hier rüber zu geben, der wahrscheinlich das einfache Tor wäre. Ja, er gibt ihn rüber und er kann direkt annehmen, direkt rein. Auge für von Von ein paar Spielern, denke ich. Ja, tatsächlich. Sieht man halt den Unterschied, ne? Zu super, super Top-Fußballern und zu Regionalliga. Ja, oder dritte Liga und zweite Liga ist auch nicht so. Ja? Ja, da. Er geht zum Ball, kommt nicht ran. Zeit. Und der Verteidiger haut einfach nur seinen Körper rein. Damit, oh Gott, er ist natürlich auch schlecht, richtig schlecht vom Verteidiger, ne? Weil eigentlich hat er Der den Ball Berliner gehabt. So, Athletikclub Dowie, mit Blinker. Chancen hintereinander. Okay. Hier jetzt. Hier schon. Ball hier hinspielen. Ball zu ihm hier hinspielen. Jetzt schon. Dieses Spiel Wieder frühzeitig verpasst, wieder zu verpasst, wieder entscheiden. verpasst. Und guck mal, wie er Tempo hier schon rausnehmen muss, weil er die Chancen, weil er den Ball einfach nicht reinspielt. Ne? So, er verpasst hier die Chance und jetzt sieht es so aus, als wenn er wirklich hier rüber flanken will. Jindawi. Er guckt wieder Flanke und er in die flankt den Mitte. tatsächlich da hinten rein. Da lauert. Mann, er hat in diesem Spiel alleine 3 Tormöglichkeiten verschenkt. Wirklich. 3 gute Tormöglichkeiten verschenkt. Muss der sehen. Er muss es sehen, beziehungsweise er muss den Pass geben. Früher. Schneller. Mit gewesen, die 73. Minute. So, auf Nada. Jindawi. Spiel rüber. Gut. Auge für Senninger, der war eingewechselt worden. Ach, Auch da schade. fehlten. Aber die Szenen, die da waren einfach schlecht gewesen, ne? Bei den einen Situationen und so. Leider nicht so gut. Von Jindawi. Auf jeden Fall zu Jindawi.
Er ist jetzt zu Hertha gewechselt. Ich dachte, Hertha wäre vielleicht weiter oben in der Liga, Bundesliga oder sowas. Das ist auch Regionalliga. Ich hoffe, er verletzt sich halt nicht. Das ist immer das Allerwichtigste. Er ist 25, er darf sich nicht irgendwie groß verletzen, bis er es hoffentlich in die Bundesliga richtig schafft oder sowas. Wäre sehr geil. Er ist sehr trickreich, das ist richtig gut. Er hat eine gute Ballkontrolle, ist super gut. Er hat eigentlich das, was er braucht. Er ist flink, um in der Bundesliga spielen zu können. Er hat es. Aber ihm fehlen auch ganz wichtige Sachen. Und das ist das Gucken. Das habe ich hier jetzt schon ein paar Mal gesagt. Viel häufiger gucken, viel mehr Situationen für sich rauspicken, wo er gucken kann, weil er hat eine super Ballkontrolle, da muss er einfach gucken. Tempo ab und zu rausnehmen und schauen, wer alles eventuell mitläuft, wer ist im Zentrum, hast du nicht gesehen. Nicht so viel nach vorne dann manchmal, dass er die Fußspitze nicht immer so nach unten hat. Und klar, wenn du dribbelst, klar, Fußspitze geht dann nach unten, weil du eh mit Außenriss den Ball führst. Aber im Vollsprint, ohne Ball, wenn du gut nach vorne gelegt hast, Fußspitzen weiter nach oben flach auf den Boden treten und mit dem Puls, beziehungsweise mit dem Puls gegen den Boden, Oberschenkel höher kriegen, also heißt kurz Push nach vorne. Man muss sich einfach mal ein richtiges, es gibt so viele gute Sprinter-Videos, ja, man kann das alles sich selber schon anschauen, nicht so wie früher, wo es sowas nicht gab. Bei YouTube gibt es einfach mittlerweile alles, man kann sich alles angucken. Verstehst du einen Wechsel zur Hertha zweite nicht? Also, wenn ich jetzt Spieler wäre, wäre einfach nur meine Idee, dass du bist bei der zweiten und du bist nicht so weit von der ersten weg. Ne? Das heißt, der Weg, vielleicht mal in der ersten mitzutrainieren, auch wenn du nicht spielst, ist recht nah. Ja, und es kann schon sein, dass sie ab und zu mal sagen, ey, wir brauchen vielleicht mal einen Spieler, der in der ersten mittrainiert. Oder bei den Testspielen, das kommt ja auch dazu, die Testspiels, die du hast, ja? Wenn du in der Sommerpause bist oder sonst was. Auch bei Real Madrid und so, ja, du siehst dann immer, wie die ganzen Youngsters kommen, die neuen Spieler reingeworfen werden und sowas. Das hast du bei Berliner AK nicht. Berliner AK ist schon das Höchste. Das heißt, beim Hertha BSC zweite hat Chindaoui bestimmt die Chancen, ab und zu mal in der ersten bei irgendwelchen Testspielen mit eingewechselt zu werden, hast du nicht gesehen, und zu zeigen, was er kann und so. Und ja, mal schauen. Also, es ist schon gut, dass er das gemacht hat. Auch wenn der Berliner AK vorher der zweite war, als ich hier beim Transfermarkt hier geschaut habe. Okay, ich habe es wieder weggemacht. Mal gucken. Ne? Er hat Potenzial, aber es sind auch viele Sachen, die ihm noch fehlen. Das Wichtigste ist einfach, eine gute Vorbereitung zu haben, nicht verletzen und sowas. Eine Saison wirklich nochmal richtig gut spielen, seine Fehler verbessern. Beziehungsweise er muss es halt auch sehen. Jemand muss es ihm sagen. Das ist halt das Ding. Jemand muss zu ihm hingehen und muss ihm sagen, genau das, was ich hier analysiert habe, das, probier das besser zu machen. Und dann wird er um einiges besser. Um einiges kann er besser werden. Und vor allem jetzt in der Sommerpause und sowas. Ne? Aber das ist halt das Ding, einige Trainer sehen das auch nicht. Wenn du Regionalliga bist, hast du auch nicht immer die Top-Top-Trainer und sowas, die vielleicht eventuell sowas sagen. Und ja, vor allem zu Sprinttechniken und sowas, da kennen sich die meisten sowieso auch nicht richtig aus von den Trainern. Gar keine Ahnung. Und ja. Ja, das war auf jeden Fall meine Analyse zu Nader Djindawi. Hoffen wir mal das Beste für ihn. Vielleicht hilft denn ja mein Video ein bisschen.